wissen sie mehr über dich als du selber. Sie checken dein Einkaufsverhalten im Netz, deine vorlieben Freundinnen und ihre Bilder und was sie so liken im Bett. Sie tracken exakte Bewegungsprofile, taxieren biometrisch dein Pickelgesicht, deine Fingerabdrücke und Selbstwertgefühle, dein Body Mass Index Gewicht. Und du kommst nicht los von dem albernen Smartphone, steckst tief wie auf Koks deine Nase hinein in ihr Facebook, so schmeiß es ins Feuer zum Teufel, dann ist's auch zum Rauchen ganz gut zu gebrauchen. Sie sammeln in ihren verrammelten Banken das ganze Gequassel im Babelschen Meer der arglos gestammelten kranken Gedanken im grenzlosen Datenverkehr. Sie ziehen Profit aus semantischen Fetzen, die marktkompetenten Reklamestrategen. Sie senken die Kosten und steigern den Nutzen, denn nur wer's macht, wird's überleben. Und du kommst nicht los von dem albernen Smartphone, steckst tief wie auf Koks deine Nase hinein in ihr Facebook, so schmeiß es ins Feuer zum Teufel, dann ist's auch zum Rauchen ganz gut zu gebrauchen. Wir posten in knapp 100 Lettern und knallbunten Clips, was gefällt oder schlecht ist. Und sie lesen mit, wenn wir aus gutem Groll unten wollen, was denen nicht recht ist. Du weißt es dank Snowden, was sie da bezwecken, dein kostbarstes Gut unter ihre Kontrolle zu kriegen, die Seele zu hacken, dein Denken, dein Fühlen, dein Wollen. Und du kommst nicht los von dem albernen Smartphone, steckst tief wie auf Koks deine Nase hinein in ihr Facebook, so schmeiß es ins Feuer zum Teufel, dann ist's auch zum Rauchen ganz gut zu gebrauchen. Nun reiß dich halt los von dem albernen Smartphone, nimm hoch deinen Blick, schau mir echt ins Gesicht und schmeiß es doch einfach ins Feuer zum Teufel. Dann ist's auch zum Rauchen noch gut zu gebrauchen. Und du kannst es riechen. Es duftet nach Schwefel.